Kollege Norbert Schindler, CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Gäste auf den Tribünen. Kernbrennstoffsteuerverlängerung, schönes Thema, ist natürlich draußen politisch positiv besetzt, aber um was geht's? 2010 aus nackter Haushaltsnot kam man auf die Idee, ja, man soll die auch in der Entsorgung später mit in der Finanzierung mit hineinnehmen. Und da wurde beschlossen, in den Zielvorgaben 2,5 Milliarden soll da jährlicher Steuerertrag sein. Dies hat sich deutlich reduziert in den Ergebnissen der letzten Jahre. Aber was war die Grundlage? 3, 4 Elektronikkonzerne sind davon betroffen. Und es geht um die Besteuerung der Brennstoffe Plutonium 241 und 239 oder auch Uran 233 und 235. Das sind ja die Tabletten, die dann in den Kernreaktor eingelassen werden. Und die Besteuerung wurde dann festgelegt. Es gab ja verschiedene Vorschläge. Zum Schluss pro Gramm Uran von 145 Euro pro als steuerliche Verrechnung, um die Kernkraftwerke dafür auch mit in die Verantwortung finanziell zu bringen. Dass man in dieser Debatte damals nicht auf die Verursachung, nur auf die Langzeitwirkung, sondern es war eine Gesetzesvorlage des Haushaltsausschusses und es ging rein in der Zielsetzung darum, dem Staat mehr Geld bis Ende 2016 zu generieren. Und in dieser Verantwortung stehen wir heute. Was machen wir in der Verlängerung? Ja, es wird ja über eine Verlängerung der Verantwortung im finanziellen Bereich intensiv nachgedacht. Dazu komme ich natürlich auch gerne noch mal später. Und dass wir nun heute in der Debatte auch Begehrlichkeit beim Koalitionspartner, Frau Hendricks hat ja darauf hingewiesen, weil ja da auch gerichtliche Entscheide in der Billigung dieser Steuer zur Kenntnis genommen wurden im Urteil, dass man diese Verlängerung der Steuer weiterhin vornimmt. Es gibt aber auch eine Koalitionsvereinbarung, liebe Freunde, von der anderen Feldpostnummer. Man kann ja dann darüber streiten, ob man eine Steuererhöhung quasi in der Verlängerung noch vornimmt oder nicht. Und da sagen wir als CDU-CSU, im Koalitionsvertrag ist eindeutig diese Formulierung oder dieser Wunsch eigentlich ausgeschlossen. Dass man in dem Sondervermögen bei den Prälementesteuern auch in der Abschöpfung diese Aspekte betrachtet, das kann ich schon sehen, aber damals wurde nur einmalig eine Vorauszahlung in dem anderen Gesetzeswerk, das vorher ja beschlossen wurde, nämlich Errichtung eines Sondervermögens für hier den Energie- und Klimafonds, bisher nur einmalig bezahlt worden. Deswegen sind auch insgesamt die Zahlen, die damals 2010 beschlossen und im Vorhinein auch gerechnet wurden, nicht in Gänze eingetreten. Wir haben ja Gesamteinnahmen nur von ungefähr 5 bis 6 Milliarden insgesamt eingenommen. Und jetzt geht es darum, belasten wir die Kernkraftwerke, die ja durch die Laufzeitverkürzung im Gesetzeswerk 2012, alle kennen ja die Debatte ausgehend aus Fukushima, dass dieser Beschluss eben aus dem Jahr 2010 neu zu überdenken ist. Und da muss man natürlich darauf hinweisen, alles, was wir an Kostenbelastung des besonderen Art beschließen, wird letztendlich auf die Verbraucher umgewälzt. Das wird durchgereicht. Machen wir uns da nichts vor. Und deswegen eine Verlängerung der Prellelementesteuer unter dem Eindruck, dass wir ja in diesen Tagen eine Novellierung der Verantwortlichkeit für die Zukunft bei der Entsorgung der Altlasten auch in Gesetzesform zum Bundestag bringen. Und dort ist ja eine Zielvorgabe zwischen 24 und 28, 29 Milliarden Euro als Gesamtbelastung für die 8 oder 11 Kernkraftwerke insgesamt vorgesehen. Und darüber werden wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit beraten. Es gab eine Kommission im Auftrag der Koalitionsregierung, dass man 2015 ist dies ja in Auftrag gegeben worden. Und die Ergebnisse werden wir dann damit beraten, wie die Verantwortung in Zukunft ja in dem Ausstieg begleitend mit den Nachfolgekosten dann
ja, den Atomkraftbetreibern zuzurechnen ist. Und deswegen ist eine doppelte finanzielle Belastung absolut auf Seiten der Union nicht gegeben. Wir wollen mit 25 bis 30 Milliarden in einem Sonderprogramm nochmals die Energielieferanten im Kernkraftbereich dann gesondert heranholen und wollen jetzt gleichzeitig eine Steuer fortführen, dass wir eine Doppelbelastung und unterm Strich nochmal, es wird letzten Endes der deutsche Stromverbraucher dafür bezahlen. Und deswegen bei der Einzahlung in diesen Fonds, der dann kommen muss, und in der Debatte werden wir uns in den nächsten Wochen mit Sicherheit intensiver darüber unterhalten. Und deswegen der Antrag von den Grünen oder von den Linken, der ist schön populistisch aufgestellt, aber es geht an der Realität und nach der Gesetzestreue, was wir mal 2010 beschlossen haben, was wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben, soll man sich dabei daran halten. Und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, nur eine kleine amüsante Anmerkung. Als wir damals dies beschlossen haben, mit der FDP als Koalitionspartner, gab es heftige Auseinandersetzungen im Bundestag. Sie können das Protokoll ja da nachlesen, in dem alle SPD-geführten Landesregierungen sich vehement gegen die Einführung dieser Steuer ausgesprochen hatten. Und jetzt schon interessant, dass auch Teile der SPD eine Fortführung dieser Steuer haben wollten. Wie gesagt, ein Nachfolgeprogramm für den Ausstieg in der Finanzierung der Verantwortung wird derzeit erarbeitet. Und dann soll man an das Kernproblem drangehen und nicht eine doppelte Besteuerung vornehmen. Deswegen wird die Union dies ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, der Kollege Hubertus Debell, Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort.